In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie zwei Netzwerke parallel betreiben können und welche Vorteile Sie dadurch haben. Gehen wir von folgender Situation aus. Sie haben bereits in Ihrem Zuhause ein Philips Hue-System mit Ubi-System an, wie hier im Beispiel, oder Komponenten eines anderen Herstellers installiert zur Steuerung Ihrer Leuchten. Nun möchten Sie aber weitere Bereiche in Ihr Smart Home integrieren, wie zum Beispiel eine Jalousiesteuerung. Da das Philips Hue-System nur die smarte Steuerung von Leuchten mit sich bringt, müssen wir eine andere Lösung integrieren. Das Ubisys Gateway erlaubt eine Steuerung von allen Bereichen in Ihrem Zuhause und bietet Ihnen entsprechende Komponenten. Mit dem J1 können Sie die Beschattung in Ihren Räumen smart machen. Um Ihre neue Jalousiesteuerung nun mit dem Philips Hue-System koppeln zu können, müssen Sie zunächst wie gewohnt das J1-Modul in die Ubisys Smart Home App aufnehmen. Allerdings sollten Sie, bevor Sie dies tun, den folgenden Schritt beachten. Gehen Sie bitte als nächstes auf die Web-Oberfläche Ihres Gateways und wählen Sie Netzwerkkonfigurationen aus. Scrollen Sie runter bis zum letzten Punkt und gehen Sie auf bestehendem Netzwerk beitreten. Falls Sie bereits Komponenten in Ihr Ubisys Gateway integriert haben, bedenken Sie bitte, dass mit diesem Schritt alle bereits erstellten Konfigurationen gelöscht werden. Parallel dazu öffnen Sie bitte das Netzwerk der U-Bridge. Nun ist das Gateway dem U-Netzwerk beigetreten. Allerdings wird Ihnen das nicht in der App angezeigt, da es nur als Router funktioniert. Zur Überprüfung können Sie nun erneut das Netzwerk der U-App öffnen. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, wird Ihnen das offene Netzwerk ebenfalls auf der Web-Oberfläche angezeigt. Dazu gehen Sie bitte auf den Punkt Sicherheit und scrollen runter. Hier sehen Sie nun, dass Sie verbunden sind, da Ihnen das offene U-Netzwerk angezeigt wird. Es werden aber alle Geräte, die Sie in die U-App aufgenommen haben, automatisch in die Ubisys-App übertragen. Um nun festzustellen, welche Komponenten der U-Bridge dem Ubisys-Netzwerk hinzugefügt wurden, können Sie durch einfaches nach links wischen der Komponente einsehen, um welche Leuchte es sich handelt. Bei dieser Komponente handelte es sich um die mit der U-Bridge gekoppelten Komponente, da die Leuchte bei Betätigung aufblinkt. Um Ihre neue Jalousiesteuerung nur mit dem Philips Hue-System koppeln zu können, binden Sie bitte zunächst wie gewohnt das J1-Modul in die Ubisys Smart Home App ein. Nun können Sie parallel beide Netzwerke betreiben. Sie können wie gewohnt Ihre Leuchten über die Philips Hue App steuern oder nach Belieben in der Ubisys App, in der Sie auf alle Bereiche in Ihrem smarten Zuhause zugreifen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für weitere informative Videos gehen Sie einfach auf unseren Kanal. Tschüss!